Secret like a child, you wanna keep it, but your shiny eyes reveal the simple truth. And every time you look at me, you start to smile immediately. It's funny, you don't have to say a word. And I know you're the shy to tell me what's on your heart, and life's too short for me to wait. Ja, hallo zusammen. Wir haben jetzt auch die Argon 18 Räder bei uns im Shop aufgenommen. Und haben noch ein paar Demo-Räder. Welche Räder haben wir alle? Rennräder, Triathlon-Räder und jetzt Cyclocross oder Gravel, wie dieses Dark Matter. Genau, und im Gravel-Bereich, auch eine Spezialität von uns, haben wir heute, oder Dan hat heute eine erste Probefahrt gemacht, eine Testfahrt mit dem Dark Matter. War es ganz schön. Kann ich mit beiden Hebeln schalten, hoch und runter, rechts und links, weil die Schaltung umprogrammiert ist. Ich schalte einfach auch links das Schaltwerk. Zeige ich euch im Shop. Was ist so dein Eindruck? Ja, das Setup, was wir jetzt hier an dem Dark Matter haben, ist ganz klassischerweise für den Feldweg geeignet. Nicht für den maximalen Schlamm, da sind so nicht gerade stollige Reifen drauf. Für den Feldweg, ihr seht die Aufnahmen, perfekt geeignet. Das sind aber 28 Zoll. 28 Zoll. Und wir haben dieses Dark Matter in zwei Variationen. Wir haben es einmal Ultegra mechanisch geschaltet mit nur einem Kettenblatt. Und hier die Spezialität Ultegra elektronisch geschaltet, auch nur mit einem Kettenblatt. Da muss man ein bisschen tricksen, dafür okay. Ist sie nicht vorgesehen. Also die Ultegra-Schaltung ist vom Hebel ja für zwei Kettenblätter vorne vorgesehen. Und das macht ja auch gerade den Unterschied zwischen mechanisch und elektronisch. Das Dark Matter als scheibengebremstes Cyclocross-Rad. Hier ist das Ultegra elektronische Schaltwerk. Da ändert sich natürlich gar nichts. Hier seht ihr die erste Änderung. Der Dark Matter-Rahmen ist nicht dafür vorgesehen, hier einen Umwerfer dran zu montieren. Es gibt auch keine gebohrten Löcher etc. pp. Das heißt, für eine Einfachschaltung vorgesehen. Hier ganz große Änderung. Das sieht so aus, als wenn es nahtlos übergeht zu einem Ultegra-Kettenblatt, aber das ist es nicht. Das ist von Wolf Tools, speziell auf die Form von Ultegra zugeschnitten, aber für ein Kettenblatt nur. Und die Zähne sehen auch ganz anders aus. Ihr müsst nicht unbedingt von Wolf Tools eins nehmen, aber ihr braucht ein Kettenblatt, was für einmal vorgesehen ist. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Der rechte Hebel als elektronischer Hebel hat ja hier die Schaltwippen, die Mikroschalter. Der große Hebel ist jetzt so programmiert, dass ich den schwereren Gang einlege. Dieser lange, kleinere Hebel ist der leichtere Gang. Soweit alles mit dem rechten Hebel, wie ihr es vom klassischen Rennradhebel gewöhnt seid, für zweifach. Der linke Hebel hat bei mechanischen Schaltung keine Funktion, außer zu bremsen. Aber bei der elektronischen Schaltung kann ich diese beiden Tasten ja auch belegen. Und auch hier ist es so belegt, großer Hebel, schwererer Gang, kleiner Hebel, leichter Gang. Ich kann beide Hebel auf der rechten Seite auch gleich belegen, dass es egal ist, wenn ich im Gelände bin, ob ich den oder den Hebel treffe, einfach nur rechts schwerer schalten und auch links beide gleich belegen für leichter schalten. So wie bei SRAM. So wie bei SRAM. Kennt, nur dass man dann zwei Hebel auf jeder Seite hat. Dafür habe ich hier so einen kleinen Bluetooth-Sender in meiner Leitung drin. Ja, das Ganze programmiert man dann einfach über die Shimano-App, über das iPhone, über den PC geht es, glaube ich, auch. Genau. Kommen wir jetzt zur Ladebuchse für die Shimano Ultegra oder Dura SD i2-Schaltung. Ihr seid das gewöhnt, dass wir die ja ganz gerne in das Lenkerende reinsetzen. Also hier den Lenkerstopfen raus, hier die Ladebuchse. Oder man setzt diese unter den Vorbau. Das sieht optisch nicht so schön aus. Was wurde jetzt beim Dark Matter gemacht?
Die Ladebuchse befindet sich extra an einem Platz am Rahmen. Das hier ist die Ladebuchse. So, was möchte ich euch noch über den Argon Dark Matter als Cyclocross-Rahmen sagen? Natürlich gibt es hier keine Probleme, breite Reifen reinzusetzen. 28 Zoll, 40 mm breite Reifen, kein Problem. Es ist natürlich ein scheibengebremstes Rad. Es gibt dieses Rad gar nicht mehr anders. Stand der Technik, das erwartet ihr sicherlich auch. Was nochmal eine schöne Sache ist, es gibt einen extra Schlagschutz hier an dem Unterrohr. Ihr seht, ich bin damit ja auch durch den Matsch eben gedonnert. Das ist eine schöne Sache, die gefällt mir ganz gut. Es ist idealerweise für eine 1x11-fach oder 1x12 oder dann demnächst 1x13-fach Schaltung vorgesehen. Und hat Spaß gemacht und macht mir immer Spaß, durch den Dreck zu fahren. Ja, danke Dan. Es hat dir sichtlich Spaß gemacht, damit über die Gravelpisten hier zu heizen. Das ist macht immer Spaß, auf dem Feldweg zu fahren, ohne Autoverkehr. Hochinteressant, das hier mit der elektronischen Schaltung. Wir haben jetzt im Laden noch ein zweites Rad. Genau das gleiche Modell, Ultegra mechanisch, auch 1x11-fach. Ja, und das zeigen wir euch jetzt. Hier der Bruder von dem Rad, was wir gerade draußen hatten, mechanische Ultegra. Wichtigster Unterschied, bei einem elektronischen Rad hat der linke Hebel auch die Möglichkeit, die Tasten zu belegen, elektronisch. Bei der mechanischen Variante, der linke Hebel ist nur zum Bremsen da, aber eine Schaltfunktion hat der in dem Fall nicht, weil wir ja keinen Umwerfer haben. Als Carbonrahmen für Gravel oder Cyclocross geeignet, hat der Dark Matter den Hauptfokus nicht auf dem Gewicht, sondern auf dem Komfort. Es wird immer ausgeliefert mit 28 Zoll Laufrädern. Wenn ihr die Maximalbreite am Hinterbau und an der Gabel ausnutzen wollt, dann könnt ihr bis zu 48 mm breite Reifen auf 28 Zoll fahren. Ihr könnt auch kleinere Laufräder als 28 Zoll nehmen, aber kommt nicht auf wesentlich mehr Reifenbreite, nur weil ihr die Laufräder kleiner macht. Das ist eine wichtige Information. Was an diesem Rahmen sehr, sehr schön ist, ist, dass er versteckte Befestigungsösen für Schutzbleche hat. Wir hätten also an der Gabel drei Punkte. Einmal hier und einmal auf der gegenüberliegenden Seite hier. Am Hinterbau befindet sich hier eine Befestigung. Hier zwischen der Bremsscheibe und dem Rahmen und auf der anderen Seite hier. Was sehr schön ist, ist hier an dem Unterrohr dieser Kunststoffschutz, gerade wenn da Steine gegenschlagen. Und ich habe hier den Abstand eines klassischen Flaschenhalters. Möchte ich also einen zusätzlichen Flaschenhalter montieren, kann ich das hier tun. Aber eben der Schutz für den Rahmen, das ist super. Und hier für Kettenklemmer zwischen Kettenblatt und Kettenstrebe auch nochmal einen Metalleinsatz, der da nochmal schützt. Schön gelöst. Was viele Räder oben auf dem Oberrohr haben, ist Taschenbefestigung, Flaschenhalterbefestigung, Zubehörbefestigung. Das sind diese beiden Löcher, für die, die das noch nicht gesehen haben. Abstand klassischerweise wie bei einem Flaschenhalter. Also ich könnte zum Beispiel sowas als Zubehör oben dran machen, von Fitlock jetzt, und kann da drauf montieren, was ich will. Regenjacke, eine Trinkflasche, Geldbeutel, was auch immer. Oder eine klassische Oberrohrtasche, wo ich mit Reißverschluss, ohne Reißverschluss von den unterschiedlichen Herstellern, wo ich hier noch was reinpacken kann, einen Schlüsselbund oder eine Energieriegel, was auch immer. Berechtigte Frage ist, dieses Rad ist jetzt hier ausgestellt mit einer 1x11-Fach-Schaltung ohne Umwerfer. Den Rahmen könnt ihr natürlich auch mit zwei Kettenblättern fahren, wenn ihr das möchtet. So sieht es erstmal clean aus, ohne jegliche Umwerferschelle, gar nichts. Aber ihr könnt das auch zweifach fahren, wenn ihr das wollt. Dazu noch eine wichtige Information, fahrt ihr das mit einer ETAP-Schaltung, ob die 11-fach ETAP oder die 12-fach ETAP, dann verringert sich durch die SRAM-Schaltung die Reifenbreite. Gehen wir also von 48 mm Reifen aus, in dem Fall ohne Umwerfer und ohne kleine Batterie, die nach hinten geht, wunderbar, mache ich die 11-fach SRAM ETAP drauf, kann ich nur 30 mm weite Reifen fahren, weil es sonst am Akku schleift. Nehme ich die neue 2x12-fach ETAP, kann ich hier auf 38 mm gehen. Aber der Unterschied ist, ich verliere ungefähr 1 cm wegen dem Akku. Dieses Rad, wie es hier steht, mit der Ultegra mechanischen Schaltung und mit den Aden-Laufrädern Aluminium von Head, aber extrem robustes und leichtes Zeug, 3.750 Euro. Und der noch spannendere Punkt ist ja das Rad, was ich gerade Probe gefahren bin, mit der elektronischen Ultegra-Schaltung. Und jetzt kommt es, kostet das Rad nur 500 Euro mehr. Und das finde ich natürlich auch sehr spannend. Also
3.750 Euro in der mechanischen Ultegra, 4.250 Euro mit der elektronischen Ultegra. Das mechanische Bike 8,6, 8,7. Und bei dem Rad lasse ich den Dreck mitgewogen und diese zwei Plastikflaschenhalter. Bisschen unfair, aber 8,48. Dann soll es das gewesen sein. Hoffe, hat euch gefallen. Mal ein anderes Rad in der Flotte. Und die anderen Räder von Argon 18 haben wir ja auch im Verkauf, wenn euch da was interessiert. Und ein paar Videos werden folgen. In diesem Sinne, tschüss. Und normal. Stopp. Nee, das und gleich. Das ist der dritte Müllwagen, ne? So. Du musst mich nur Sachen fragen, die ich auch weiß. Okay, die machen wir mal. Schönes Outtake. Sehr schönes Outtake. Die ganze Zeit an den Es ist alles so traurig. So, jetzt aber.